Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Booster Pack Opening. Diesmal mit Pokémon Schwert und Schild Kampfstile. Habe ich mir mal direkt 10 Stück besorgt. Ja. Und ich fange mal mit dem an. Entweder ist da eine Karte drin, weniger drin oder. Oder da fehlt was. Das ist bedeutend leichter. Aber weg damit. Oh, ach, warte. Wie war das? So, ne? So, haben wir die weg. Hier haben wir ein schönes Knierfisch mit 110 KP für eine Energie die Attacke Biss und für 3 Energien die Attacke Surfer, die sogar 110 Schaden verursacht. Das ist eine sehr beachtliche Karte. Starker Angriff für relativ wenig Energie. Artwork gefällt mir sehr gut. Hier haben wir den Ausrüstungsstörer. Solange das Pokémon, das an diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist, an das aktive Pokémon deines Gegners angelegte Pokémon-Ausrüstung keinen Effekt, außer der Ausrüstungsstörer. Ja. Was sich dann gegenseitig aufhebt. Naja. Aber das ist schon mal. Ja, das ist nicht schlecht. Vom Magic abgekupfert. Hier, einmal den Level bei. Durchsuche dein Deck nach einem Pokémon mit 90 oder weniger KP, zeige es deinem Gegner und nimm es auf die Hand. Mische anschließend das Deck. Gerade schon gesehen, Imantis, 60 KP. Für eine Energie gibt es den stetigen Schlitzer, wobei man so lange Münze wirft, bis das erstmal Kopf kommt, Zahl kommt und pro Kopf 20 Schadenspunkte. Das ist so eine Sache. Das ist sehr Lotto. Vom Artwork her ist das jetzt nicht so meins. Gala Fleckmon. Ja, Autofokus. Da. Ich glaube, die Beleuchtung ist ein bisschen doof hier. So wird fast ein Schuh draus. Aber nur fast. Ja. Vom Artwork her, das ist okay. 70 KP. Für eine Energie gibt es die Attacke Ausschweifen. Wirf eine Münze, tausche bei Kopf ein Pokémon von deiner Bank des Gegners gegen sein aktives Pokémon aus. Naja, die verursacht keinen Schaden. Wechselt einfach nur doof die Pokémon aus. Mankey mit dem fokussierten Angriff hat 60 KP. Für 2 Energien gibt es die Fokussierfaust, die 50 Schaden verursacht. Außer man wirft eine Münze bei der Münze Zahl, dann verursacht sie gar nichts. Sehr fokussiert. Grammokles. Das ist nett, das Artwork. Das von Mankey ist auch okay. Aber das ist. Ja, das ist nett. Das ist nicht überragend, aber nett. 60 KP hat für eine Energie die Attacke Hinterhalt, die 10 Schaden verursacht. Wenn man mit der Münze Kopf wirft, verursacht sie 40 Schadenspunkte. Das ist okay. Das ist okay. Palim Palim. Eine Tüte Pommes. Und 70 KP. Das Artwork gefällt mir nicht so sehr. Ja, irgendwie bin ich mit dem Lichtschein auch nicht so glücklich. Machen wir das so. Hat die in Attacke kleine Besorgung für eine Energie, wobei man das Deck nach 2 Basisenergiekarten durchsuchen kann. Wenn man sie dem Gegner gezeigt hat, mischt man sein Deck. Oder auch die Attacke angenehmer Klang, was das gegnerische Pokémon in den Schlaf versetzt. Und 20 Stunden verursacht. Das ist okay. Hier haben wir ein Holokramux. Kann man das überhaupt erkennen? Ach Gott, ich mache das Licht wieder aus, das ist ja schlimm.
Also das ist Holo, wie man sieht jetzt. Ja, hat 70 KP, hat die Attacke für eine Energie die Attacke Speer und für zwei Energie die Attacke Piekser, die 20 Schaden verursacht. Und ein Monte Carlo. Hat 180 KP, für eine Energie gibt es die Attacke Kohlekanone. Wirft für jede an dieses Pokémon angelegte Energie eine Münze. Die Attacke fügt 90 Schadenspunkte pro Kopf zu. Mit einer Energie ist es natürlich 50-50. Und für vier Energien gibt es die Attacke Wilder Tackle. Die 200 Schaden verursacht, aber Monte Carlo verursacht sich selber 50 Schaden. Bei so viel Energie ist die Kohlekanone bessere, definitiv die bessere Option. So. Dann wollen wir mal. Dann würde ich sagen, gleich schwer. Keine Ahnung, was die andere, was das andere so leicht gemacht hat. Achso. Der geht weg. Das geht weg. 1, 2, 3, 4, ja. Und weg. Ein Verkokel mit auch einem fokussierten Angriff hat 100 KP, also auch die erste Weiterentwicklung. Für zwei Energien gibt es die Attacke Ramme, die 30 Schaden verursacht, für drei die Attacke Glühen, die 90 verursacht. Das ist schon beachtlich. Ja, okay, vom Artwork her, das ist witzig. So, das so ist Son Goku mäßig in voller Futterteller. Golbat, 80 KP, hat für zwei Attacken die Energien, die Attacke Luftschnitt, die 50 Schaden verursacht und man eine Energie dann auf den Ajagestab legen muss. Und die Fähigkeit Diskreter Zug. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand spielst und um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du zwei Karten ziehen. Oh, auch nicht schlecht. Bruno. Ja, auch fokussierter Angriff. Mische deine Karten in dein Deck, ziehe anschließend vier Karten. Wenn mindestens eine deiner Pokémon während des letzten Zuges kampfunfähig wurde, zieh stattdessen sieben Karten. Oh, auch nicht schlecht. Wie Wolli mit der Ballsuche. Das ist ein putziges Artwork, definitiv. Na. 60 KP, für zwei Energien die Attacke Plumps, die 20 Schaden verursacht. Und wenn dieses Pokémon während des deines Zuges aus deiner Hand auf die Bank spielst, kannst du eine Pokéballkarte, eine Superballkarte oder von beidem eine aus deinem Ablagestapel wieder auf deine Hand nehmen. Auch keine schlechte Fähigkeit. Burmi. 40 KP. Für eine Energie gibt es einen Überraschungsangriff, der 30 Schaden verursacht. Außer man wirft Zai. Vom Artwork her. Der Hintergrund ist schön. Pokémon selber finde ich immer doof. Irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mich mit dem komischen Viech nicht anfreunden. Geiler Apantimos. 80 KP. Für eine Energie gibt es die Attacke Klaps, die 10 Schaden verursacht. Oder für zwei Energien durchsucht man sein Deck nach einer Itemkarte, zeigt sie dem Legion und nimmt sie auf die Hand. Und mischt natürlich sein Deck danach. Wie soll es auch anders sein? Ja. Ist keine allzu gute Karte, hat halt als Basis-Pokémon viele KP, aber der Angriff ist doof. Vom Artwork her ist okay. Spring. 60 KP. Das Artwork gefällt mir. Das ist sehr bling-bling. Doch, das ist schön. Für eine Energie gibt es den abrupten Kopfstoß, der 10 Schaden verursacht. Und für zwei Energien die Attacke Juwelenkraft, die 30 Schaden verursacht. Und das Artwork gefällt mir sehr gut. Und noch eins für den fokussierten Angriff. Flunkiefer. Für eine Energie gibt es die Attacke Kraftklammer. Man wirft eine Münze. Bei Kopf ist das aktive Pokémon des Gegners
paralysiert und erhält dann natürlich auch noch 20 Schadenspunkte, egal wie die Münze fällt. Und für drei Energien gibt es den durchbohrenden Schlag, der 100 Schaden verursacht. Der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche, Resistenz und Effekte auf dem aktiven Pokémon des Gegners nicht verändert. 100. Was kommen wir, was wolle? 100. Oh, ein Holo Pachirisu. Für eine Energie gibt es die Attacke Freunde finden. Durchsuche dein Deck nach einem Pokémon, zeige es deinem Gegner und nimm es auf die Hand. Mische anschließend dein Deck. Für zwei Energien gibt es die Attacke Nagen, die 30 Schaden verursacht. Ja, Basis-Pokémon. Das ist für zwei Energien eine 30er-Attacke, das ist einmal so. Das ist mäßig mit 70 KP, aber naja. Und. Okay, Schlobleck. 140 KP. Für drei Energien gibt es das bittere Angebot. Dein Gegner wählt, ob er die obersten drei Karten seines Decks oder drei Karten aus seiner Hand auf den Ablagestapel legt. Und für vier Energien gibt es Einwerfen. Verursacht 100 Schaden und der Gegner tauscht sein aktives Pokémon gegen eins auf der Bank aus. 140 KP. Ja gut, Schlobleck ist ein. Ist halt auch recht stark. Ein ausdauerndes Pokémon. Ein bisschen wie Relaxo. Rückzugskosten 4 Energien. Na gut, das hat 4 KP. Kommen wir zum nächsten. Noch einmal Bruno. Skorgro, 120 KP, die Weiterentwicklung von Skorgla. Hat für zwei Energien die Attacke Akrobatik. Wirft zwei Münzen. Diese Attacke wirft, fügt 40 Schadenspunkte pro Kopf mehr zu. Also sonst ist von einer 20er kann es bis zu einer 100er werden, kann aber auch die 20er bleiben. Für drei Energien gibt es die Attacke Guillotine, die 90 Schaden verursacht. Ist so eine Sache, die ich noch. Da würde ich gucken, dass ich auf die definitiv noch die dritte Attacke, dritte Energie drauflege. Popu Poncho, die Weiterentwicklung von Brummel. 80 KP. Für eine Energie gibt es die Attacke Pflanzenhülle, wobei man 40 Schadenspunkte bei diesem Pokémon hält. Für drei Energien den Käferbiss, der 40 Schaden verursacht. Remoraid. Der fließende Angriff. Passend beim Wasser-Pokémon. Für einen hat 60 KP. Für Energie gibt es die Attacke Aquaknarre und für zwei Energien die schneidige Flosse, die 20 Schaden verursacht. Naja. Kenn ich. Kenn ich. Kenn ich. Epa. Das ist ein schönes Artwork. Das ist süß. 60 KP. Für eine Energie gibt es die Attacke Rauchwolke, die 10 Schaden verursacht. Und wenn das verteidigende Pokémon während des nächsten Zuges deines Gegners versucht anzugreifen, wirft dein Gegner eine Münze. Bei Zahl wird der Angriff nicht ausgeführt. Gut. Einmal Holo Skogro. Und. Naja. Einmal Satzenia, die zweite Weiterentwicklung von Knuffenda. 150 KP, für eine Energie gibt es die Panikranke, die 40 Schaden verursacht. Und wenn das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verwirrt, während des nächsten Zuges ist deines Gegners, kann sich jenes Pokémon nicht zurückziehen. Oh. Und für drei Energien gibt es den Solarstrahl. Dreimal so stark ist wie die Panikranke. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir zum nächsten. Fühlt sich auch leicht an. Ich kriege das noch weiter rein.
Okay, da hat was durchgebeamt. Eine Energiekarte. Und einmal die Urne der Vitalität. Für den fokussierten Angriff. Mische bis zu 2 fokussierte Angriff-Energiekarten aus deinem Angreiferstapel in dein Deck. Fokussierte Angriff-Energie? Voilà. Das ist spannend. Genich. Habe ich auch noch nicht gesehen. Bisofunk. 120 KP. Hat für 3 Energien die Attacke Steinschädel, die 120 Schaden verursacht und sich selber 30 Schaden. Und die Fähigkeit Vegetarier. Dieses Pokémon fügt den Pflanzen-Pokémon deines Gegners 60 Schadenspunkte mehr zu. Haha. Auch lustig. Und dann wird natürlich Schwäche und Resistenz verabrechnet, aber komm, 60 Schaden mehr. Das Artwork ist jetzt. Ja, es ist. Ich glaube, so wild kennt man keinen Bisofunk. Aber das ist eine gute Attacke, definitiv. Gute Karte. Groink. Dieses Artwork möchte ich nicht kommentieren. Das ist schäbig. Weiter. 130 KP für 2 Energien den verwirrenden Tanz. Also das gegnerische, der 30 Schaden verursacht und das gegnerische Pokémon verwirrt. Und für 3 Energien gibt es die Juwelenkraft. Die 120 Schaden verursacht. Das ist gar nicht mal so übel. Noch ein Pachirisu. Kikugi. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Das ist eine knuffige Giersche. Für 50 KP und für 1 Energie die Attacke Blattwerk, die nur 10 Schaden verursacht. Nicht effektiv, aber süß. Flunkiefer hatten wir schon. Onix. Oh, das Artwork mag ich irgendwie auch. 110 KP, für 3 Energien gibt es den Angriff Steinwurf, der 60 Schaden verursacht. Und für 5 Energien gibt es die Attacke Steiniger Tackle, die 170 Schaden verursacht. Und Onix fügt sich dann noch selber 60 Schaden zu. Das ist happig. Leckobello, das ist happig. Das kann man effektiver haben. Noch ein Remoraid. Ein Holosazenia. Und. Oh, fokussierter Angriff Vulaosu. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie man das richtig aussprechen soll. Vulaosu 4. Wie? 220 KP? Ich fange an zu sabbern. Hat für 1 Energie die Attacke Konzentration. Durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Kampfenergiekarten und lege sie an dieses Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Und für 3 Energien gibt es die Attacke Einschlag, die 180 Schaden verursacht. Und danach kann man die erstmal nicht einsetzen im nächsten Zug. Okay, die muss man dann abwechselnd einsetzen. Ist okay. Ist okay. Ja. Cool. Guck mal. Sie hier unten. So, danach mache ich erstmal eine Pause. Kommen wir zu dem letzten. Duokles. Na gut, vom Artwork her auch sehr gezeichnet. Zumindest nicht so eine Kindergartenzeichnung wie von Groink. 80 KP, hat für 2 Energien die Attacke Umsägen, die 40 Schaden verursacht. Wirf eine Münze, lege bei Kopf 1 Energie vom aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Ja, nett. Oh, die gefällt mir auch. Morpeko, 80 KP. Für 1 Energie gibt es Futter sammeln. Wobei man dann eine Itemkarte aus dem Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen kann.
Und der Kohldampfdeckel. Wenn du keine Karten auf der Hand hast, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu, statt den üblichen 20. Das ist. Mo? Auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr schöne Karte. Fließender Stil Maastricht. Du kannst diese Karte nur spielen, wenn es die letzte Karte auf deiner Hand ist. Lege einen fließenden Angriff-Pokémon aus deinem Ablagestapel auf die Bank. Wenn du das machst, ziehe 5 Karten. Cool. Popanje. 60 KP. Für 2 Energien gibt es die Attacke Finale. Und dann füge ich sich selber auch 60 Schaden zu. Der Mopod. Das ist wieder auch so ein Artwork, was ich richtig gut finde. So ein Knetemännchen im Wald gesetzt. 70 KP. Für 2 Energien gibt es die Attacke Sengende Flammen, die 20 Schaden verursacht und das gegnerische Pokémon verbrennt. Das ist gut. Ne? Dann. Naja. Hat man schon. Gladiantri. 60 KP. Für 1 Energie gibt es einen Schwertanz. Während der nächsten Zuges fügt die Attacke Schlitzer dieses Pokémons mehr 70 Schadenspunkte mehr zu. Was hast du vor, was zu sehen? Sehr gut. Sensekt. Auch ein hässliches Ding. Der Hintergrund ist wieder nett. 50 KP für eine Energie gibt es Zertrampeln, die 10 Schaden verursacht. Alter. Ja gut, das Ding wiegt 8 Kilo. Was das Viech zertrampeln kann, ist so eine Frage, aber gut. Mantimos in Holo. Und Legios. Fließender Angriff. Das Artwork gefällt mir gut wieder. Hat 110 KP. Für 2 Energien gibt es den fließenden Angriffstrupp, der 20 Schaden verursacht, mal. Okay, warte mal, Moment. Diese Attacke fügt für jedes deiner fließenden Angriffs-Pokémon im Spiel 20 Schadenspunkte zu. Da muss man die Bank ordentlich voll haben. Dann gibt das hier ordentlich was. Ja. Aber jetzt mal so gesehen, im Moment ist die Ausbeute, sag ich mal, mäßig. Ja, wenn man überlegt, einmal Pantimos, häufig, und das Valo, Osu, Wula, Osu, wie auch immer. Einmal Satzenia. Moment, ich schiebe hier mal ein bisschen. Auch ein seltenes, ein mäßig häufiges Skogro, ein häufiges Pachirisu, ein seltenes Monte Carlo und ein häufiges Kramox. 5 Packs, 7 Holos, das ist okay. Aber wie gesagt, das geht noch besser.